finde ich interessant, dass Sie auch jetzt diese Bodenoffensiven angesprochen haben, dass da im Prinzip faktisch ein Stillstand ist und Putin stattdessen Marschflugkörper, ballistische Raketen, ja, Luftwaffenraketen und Lenkflugkörper einsetzt. Dieses Signal, was er setzt, also glauben Sie wirklich, dass die NATO damit beeindrucken wird? Weil man merkt es ja, dieser Jubiläumsgipfel, der heute beginnen wird, steht wirklich unter dem Schatten. Wird Trump neuer US-Präsident? Kann Biden sich halten? Sein mentaler und sein physischer Zustand? Eigentlich müsste das Bündnis sich doch mit der Verteidigung beschäftigen. Ich befürchte mal, nach, Sie sagten vorhin sogar die Tageszahl, nach über 2,5 Jahren Krieg ist die ganze Welt ein wenig abgestumpft. Man schaut nicht mehr so ganz genau hin. Die Fußball-Europameisterschaft hat hier absolute Priorität. Der Sommerurlaub steht unmittelbar bevor. Die Menschen haben irgendwo das Interesse an diesem Krieg verloren, weil sie, genau wie ich im Übrigen auch, keine Lösung sehen. Auf absehbare Zeit jedenfalls sehe ich nicht, wie sich das in irgendeiner Form lösen soll. Es wird sicherlich jetzt auf dem Gipfel eine ganze Reihe von Solidaritätsbekundungen erneut geben. Ich hoffe, dass sich die Allianz zusammentut und tatsächlich auch mit einem weiteren Paket die Ukraine unterstützen wird. Sicher bin ich mir leider nicht.